Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zur ersten Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund rübergekommen, wünsche natürlich nur das Allerbeste für 2022 und habe mir für diese erste Frag-Fabian-Folge im neuen Jahr vorgenommen, mich nochmals zu befassen mit all den Fragen, die uns wirklich geradezu ordnerweise erreicht haben, im Hinblick auf den Corona-Alarm bei uns Freien Wählern im Rahmen unserer Winterklausurtagung, die wir in der vergangenen Woche haben absagen müssen. Stellvertretend für all die Fragen, die mich dazu erreicht haben, greife ich die vom Tom aus Ingolstadt heraus. Der Tom hat mir geschrieben, Corona-Alarm bei euch Freien Wählern. Wie ist das denn jetzt genau gelaufen und welche Schlussfolgerungen zieht ihr daraus für die Pandemie? Ja, lieber Thomas, zunächst einmal, wie ist das gelaufen? Was ist uns Freien Wählern da widerfahren? Wir haben Florian Streibl und ich für die Winterklausur, die angestanden ist, besonders auf Sicherheit gesetzt, ein doppeltes Sicherheitsnetz eingezogen. Die Kolleginnen und Kollegen unserer Regierungsfraktion bereits am Vortag des Beginns der Klausurtagung ins Maximilianeum gebeten, dort zunächst einen Schnelltest vor der Fraktionssitzung durchgeführt, wie das geübte Parlamentspraxis hier im Bayerischen Landtag ist, und zusätzlich verlangt, dass zu diesem Schnelltest auch noch ein PCR-Test durchgeführt wird, sozusagen für den nächsten Tag, damit wir auch ganz sicher sind, wenn dann unsere Klausurtagung hätte starten sollen. Was ist passiert? Die Schnelltests waren allesamt negativ. Wir sind in unsere Fraktionssitzung gestartet und zur Mitte der Fraktionssitzung tröpfelte dann ein positiver PCR-Test nach dem anderen herein. Ausschließlich positiv getestet waren vollständig geimpfte und geboosterte Kollegen. Alle Schnelltests negativ, aber dann doch eine ganze Reihe von PCR-Tests bei Kolleginnen und Kollegen und bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unserem Stab positiv. Was haben wir gemacht? Selbstverständlich sofort die Klausur abgesagt, kein Risiko eingegangen und das Szenario durchlaufen, das wir uns auch im Vorfeld für eine solche Situation sicherheitshalber zurechtgelegt hatten. Wir haben uns alle in freiwillige Selbstisolation begeben, so lange, bis Gott sei Dank dann wieder reine Luft war. Alle Kolleginnen und Kollegen, die positiv getestet waren, waren zum Glück absolut symptomfrei. Nicht nur milde Verläufe, sondern gar keine Symptome und sind zwischenzeitlich wieder negativ, frei getestet und voll im Parlamentsbetrieb. Berechtigt ist, lieber Thomas, aber auch die Frage, die du als zweites gestellt hast, nämlich, welche Lehren ziehen wir daraus für das Pandemie-Management unserer Bayern-Koalition, für die Art und Weise, wie wir versuchen wollen, unser Land und seine Menschen gut durch die nächsten Wochen und Monate zu bekommen. Denn das, was uns da passiert ist, das passiert ja auch den Menschen da draußen im ganzen Land. Und es legt schon ein gutes Stück weit die Schlussfolgerung nahe, dass wir möglicherweise mit Omikron, also mit dieser aktuell dominanten Mutante, in einer neuen Phase der Pandemie angekommen sind. Vieles spricht dafür, nach allem, was wir bisher wissen, dass Omikron zwar zum Glück und Gott sei Dank bedeutend mildere Verläufe aufweist. Deshalb sehen wir nach wie vor immer geringere Belegungen in unseren Krankenhäusern. Wir wissen aber auch, Omikron ist wohl zeitgleich besonders ansteckend. Daher die gewaltig hohen Inzidenzen in diesen Tagen. Und das passt auch sehr gut zu dem, was wir erlebt haben. Wir sind ja da statistisch gesehen eine ganz interessante Forschungsgruppe in diesem unfreiwilligen Selbstversuch gewesen, dem wir uns Freie Wähler da unterziehen mussten. Menschen aus ganz Bayern, Menschen aller Altersstufen. Und das, was wir da erleben mussten, also hohe Ansteckungsgefahr, viele positiv getestete, aber geringe Verläufe, das spricht möglicherweise dafür, dass jetzt wirklich eine neue Phase der Pandemie angebrochen ist. Und deshalb, lieber Thomas, meine ich, dass es auch nötig ist, das ja sehr sorgsam zu durchdenken, zu bewerten und all unsere Instrumente und Maßnahmen zu überprüfen darauf, ob sie noch passen für diese neue Phase der Pandemie. Mit anderen Worten, brauchen wir nach Überzeugung von uns Freien Wählern also eine Art Omikron-Check für unsere Corona-Strategie. Wir müssen bewerten, ob das, was wir Freie Wähler erlebt haben, was wir derzeit in der Öffentlichkeit, in den großen Zahlen über ganz Bayern sehen, tatsächlich es nicht auch nötig macht, dann unsere Instrumente, unsere Maßnahmen im Hinblick auf die Corona-Pandemie ein gutes Stück weit neu zu justieren. Für konkrete Schlussfolgerungen, also
klare Forderungen ist es, Thomas, denke ich, im Moment noch viel zu früh. Das wäre unseriös, weil wir zunächst einmal bewerten müssen, wie sich die neue Lage darstellt, ob das, was wir erlebt haben, repräsentativ ist für die Gesamtbevölkerung. Und ich bin fest davon überzeugt, wie ich das immer war im gesamten Verlauf der Pandemie, dass wir die Beantwortung dieser Fragen jetzt denen überlassen sollen, die etwas davon verstehen. Wir sollten auch jetzt in dieser vielleicht neuen Phase von Pandemie wieder auf Wissenschaft hören. Corona ist und bleibt ein medizinisches Phänomen, das sich nicht interessiert für Umfragewerte, für politische Stimmungen, sodass es keinen Sinn macht, jetzt eine neue Corona-Strategie genau daran auszurichten. Nein, wir müssen sie ausrichten an virologischen Fakten. Was man aber, glaube ich, schon benennen kann, sind die Handlungsfelder, die sich Wissenschaft jetzt genau anschauen muss und über die Politik im Anschluss dann nachdenken muss. Ein paar Beispiele. Zum einen haben wir erlebt, alle Schnelltests negativ, aber PCR-Tests positiv. Und wir haben auch bestätigt bekommen von der Teststation hier in München, dass das ein durchaus klassisches Bild geworden ist in den letzten Wochen, auch im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung. Wenn das so wäre, dann brauchen wir verlässliche Informationen darüber, ob wir uns auf die Schnelltests im Hinblick auf Omikron noch verlassen können und wenn ja, auf welche Schnelltests? Denn Schnelltests, die laut RKI-Liste vielleicht nur zu 20% Omikron erkennen, die wiegen die Menschen natürlich in einer falschen Sicherheit, bringen wenig gegen Corona, sondern bringen uns eher in eine schwierige Lage im Pandemiemanagement. Also Selbsttests überprüfen im Hinblick auf ihre Omikron-Tauglichkeit, auf jeden Fall eine Hausaufgabe aus unseren Erlebnissen. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass unsere infizierten, positiv getesteten Kolleginnen und Kollegen, die ja schon geboostert waren, allesamt symptomlose Verläufe hatten und sehr, sehr hohe CT-Werte. Zwischenzeitlich, glaube ich, weitläufig bekannt, dass man davon ausgeht, dass man bei einem CT-Wert unter 30 ansteckend ist, bei einem CT-Wert über 30 möglicherweise gar niemandem dieses Virus weitergeben kann, weshalb beispielsweise in den Vereinigten Staaten auch positiv Getestete bei CT-Werten über 30 gar nicht in Quarantäne geschickt werden. Bei uns waren die CT-Werte allesamt weit über 30, 37, 39, was im Umkehrschluss bedeuten würde, wenn auch bei Omikron gilt, was bei Delta gültig war, nämlich dass man dann nicht ansteckend ist, müssten wir gut darüber nachdenken, ob wir die Menschen, die zwar positiv getestet sind, also Träger sind, aber so hohe CT-Werte haben, dass sie niemanden anstecken können, überhaupt in Quarantäne schicken müssen und sollten. Denn bei über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag stellt sich natürlich irgendwann schon auch die Frage, was bedeutet das für unsere öffentliche Infrastruktur? Wie können wir bei symptomlos Erkrankten, aber so vielen Erkrankten, auch das öffentliche Leben aufrechterhalten in all den Lebensbereichen, wo das dringend notwendig ist? Also zum Zweiten neben der Frage, wie verhält sich es mit den Schnelltests, auch die Frage, wer ist ansteckend, was bedeuten hohe CT-Werte und was sind die Folgen in der Quarantäneverordnung. Insgesamt bedeuten unsere Erlebnisse, bedeutet die neue Situation, die sich mit Omikron einstellt, ganz sicher eine leise Hoffnung darauf, dass diese Pandemie, dass dieser ganze Wahnsinn, den wir durchleben mussten, jetzt endlich beginnt, endemisch zu werden. Vielleicht ist das, was wir dieser Tage erleben und woran wir jetzt die Maßnahmen anpassen wollen, ja schon das Licht am Ende des Tunnels, das Ende dieser Pandemie. Diese Hoffnung ist, glaube ich, sehr berechtigt, mit dem Ziel, uns unser altes Leben wieder zurückzuholen in diesem Jahr 2022. Ich will aber auch davor warnen, jetzt etwas zu überstürzen, jetzt zu sehr einer öffentlichen Stimmung oder Umfragewerten nachzugehen, denn es steht schon auch die Frage im Raum, was passiert, wenn wir beispielsweise nächsten Herbst, wenn respiratorische Erkrankungen wieder schlimmer werden, eine Variante sehen, die dann vielleicht so ansteckend ist wie Omikron, aber so gefährlich wie Delta. Und dann beginnt ohne eine ausreichende Impfquote der ganze Wahnsinn wieder von vorne. Deshalb glaube ich schon, dass jetzt die Zeit ist, gut nachzudenken, was bedeutet Omikron für die Pandemie, aber auch nicht locker zu lassen. Nicht locker zu lassen beim Impfen, nicht locker zu lassen beim Boostern und sehr darauf zu achten, dass wir diese Chance, die Omikron vielleicht eröffnet, jetzt auch nutzen, sie beim Schopf packen und dafür sorgen, dass wir damit rauskommen aus dieser pandemischen Endlosschleife und endlich zurückkommen in unser altes Leben, uns unser altes Leben zurückholen. Und das ist auch mein Neujahrswunsch, lieber Thomas, über deine Frage hinaus, für das Jahr 2022 in der ersten Frag-Fabian-Folge ist es noch erlaubt. Ich wünsche
euch, ich wünsche uns und ich wünsche mir, dass dieses 22 das Jahr wird, in dem wir Corona, in dem wir diese Pandemie endlich final hinter uns lassen und uns hier in Bayern und auf der ganzen Welt unser altes Leben zurückholen. Wenn Omikron die Chance dafür ist, dann sollten wir sie nutzen über angepasste Maßnahmen und immer mit dem Ziel, jetzt diese Pandemie endlich final hinter uns zu lassen. So viel, lieber Thomas, zu deiner Frage, zu euren Fragen, die allesamt diese Ereignisse rund um unsere Klausurtagung betroffen haben. Und wenn auch ihr eine Frage habt für die nächste Woche von Frag Fabian, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail. Dann geht's nächstes Mal vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.